Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin und zwar heute in World War Z. Ja, wir haben geplant, dass wir das aufnehmen mit ein paar Leuten. Allerdings haben alle schon fleißig geübt, nur ich stehe jetzt noch ein bisschen dumm da und habe nichts geübt. Deswegen wollte ich jetzt mal schauen, was ich hier eigentlich alles so machen kann. Also ich habe schon gesehen, hier ist nur eine Koop-Kampagne. Und ein Mehrspielermodus. Beides wollte ich eigentlich nicht spielen. Ich wollte eigentlich erstmal eine Art Tutorial machen. Kann man aber offensichtlich nicht hier drin machen. Ich war jetzt eben in den Einstellungen drin, habe schon mal den Ton ausgestellt. Unter Sammlungen habe ich eben auch kurz geguckt. Da kann man die Charaktere umschalten, Waffen und Ausrüstung und ja wahrscheinlich die Welt auswählen. Da habe ich jetzt noch nicht geguckt. Das sind die Charaktere. Also der war standardmäßig eben drin. Ich gehe jetzt mal eben mit euch kurz durch. Die sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Die ähnelt mir eigentlich auch ganz gut. Bis auf die Haarfarbe. Die passt halt überhaupt nicht. Okay. Wenn ihr euch das durchlesen wollt bei der Biografie, könnt ihr das gerne machen. Müsst ihr das halt nur kurz, kurz anhalten. ich sag lieber nicht, an wen der mich erinnert. Aber es war kein Glatzkopf. Das ist wohl ein Feuerwehrmann, so wie der aussieht. Steht das da drin? Ja, aber früher Feuerwehrmann. Sie ist auch gar nicht mal so schlecht. Wobei das komische, verschmierte Bärchen an ihrem Rucksack ein bisschen komisch ist. In den Wochen vor dem Ausbruch des Virus infiltrierte Bunko, eine erstklassige Hackerin, das Computernetzwerk. Ah, erstklassige Hackerin, okay. Abgesehen mal von den doch sehr kindlichen Klamotten, finde ich die gar nicht mal so schlecht. Energieverteilungstechnikerin. Träumte als Kind davon, Ärztin zu werden und Kranke zu heilen. Okay. Der kommt wahrscheinlich aus Russland, oder? So wie der aussieht. Das ist bestimmt ein... Ah, kein Funktechniker. Okay. Ah, komm, also, ja, Sergej. Das wollte ich gerade sagen. Also, der sieht nun wirklich so aus hier. Der sieht ganz cool aus. Also von der männlichen Seite. Ich möchte natürlich eine weibliche Seite haben. Seitdem sie als Kind das erste Mal eine Spielzeugpistole in der Hand gehalten hatte, war Kimiko fasziniert von Waffen. Ja, das kommt mir irgendwie sehr bekannt vor. Sie nutzte ihr Talent als Skifahrerin und startete eine Karriere als olympische Biathletin. Nein, Skifahrerin habe ich so überhaupt gar kein Talent für. Erwies sich ihr Talent als äußerst wichtige Überlebensfähigkeit. Ja gut, sie ist anscheinend gut mit Waffen. Das wäre natürlich gut. Ich weiß jetzt nicht, ob man mit ihr jetzt gut zielen kann oder so, ne? Das ist natürlich die Frage. Oh. Ja, das nenne ich meine Einführungssequenz. Okay, was ist denn die eine? Die fand ich jetzt auch nicht schlecht. Vater war Architekt. Wehrpflicht bei der israelischen Verteidigungskräften. Die Apokalypse war auf Soldaten dringender angewiesen als auf so Architekten. Ja, kann man gut nachempfinden, ne? Die ist mir auf jeden Fall sehr sympathisch, weil die doch am ehesten zu mir passt. Die finde ich aber auch ganz cool. Allerdings Hackerin, naja, ich weiß nicht, ob das jetzt da so viel bringt. Die scheinen ja alle ziemlich kriegerisch drauf zu sein, außer die vielleicht. Also die scheint ja so eher die Ärztin zu sein, die alle heilt. Ja, also ich bin nicht so die Heilerin. Ich meine, ich habe zwar auch bei T so eine Heilerin und natürlich auch Tank und alles, aber ich bin nicht so die Heilerin. Ich bin eher die, die drauf knallt. Also ich würde sagen, dass ich sie nehme. So, ja. Achso, kann ich nur zurückgehen? Ist sie dann ausgewählt? Ja, sie ist dann ausgewählt. Okay, Waffen und Ausrüstung. Das ist jetzt die große Frage. Also ihr seht schon, wir haben vieles, was wir auswählen können, was alles freigeschaltet ist. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass man sich die Waffen freischalten muss. Aber das ist natürlich gar nicht so schlecht. Moment, sie hätten jetzt ein Aufklärergewehr gehabt. Aber da steht jetzt nichts von... Achso, das sind... Ah. Okay, da kann man das Ganze auch nochmal... Oh, das sieht nice aus. Mit Schalldämpfer. Aha.
Frage ist jetzt nur, Moment, was war das gerade? Was habe ich? Das sieht ja mal geil aus. Von der Farbe her. Die Frage ist jetzt natürlich, was wäre jetzt gut? Ich habe gehört von den anderen, dass es keine unendliche Munition gibt. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, weil das kann man hier leider nirgendwo sehen. Man kann ja auch nicht scrollen. Ich weiß jetzt nicht, welche von denen jetzt. Oh, der wird. Der wäre nice. Kettensäge wäre bestimmt auch nicht schlecht. Aber wenn halt so viele kommen, denke ich mal, wird das zu lange dauern. Automatische Schrotflinte, die ist auch ganz cool. Aber ich denke mal, dass es da wohl auch nicht so viel. Okay. Eine Panzerfaust. Ja, nee, ist klar. Welche Gegner sollen denn noch alles kommen? Granatwerfer, ups, Granatwerfer ist auch noch dabei, okay. Kompakte Schrotflinte ist immer gut, aber ist halt nicht so schnell im Schießen. Ich muss mich übrigens jetzt schon mal dafür entschuldigen, weil mein Hals ist immer noch total verschleimt und ich kann immer noch nicht so reden, wie ich das eigentlich möchte. Und das merkt man. Das merkt man, denke ich, auch mal an meiner Stimme. Weil die, wenn ich sehr aufgeregt bin zum Beispiel, gerade wenn ich mit anderen spiele, bricht die immer so nach oben ab. Also das ist wirklich sehr nervig. Dann rede ich immer so nach oben. Und Feuerstoßpistole, sind das die halbautomatischen? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Oh, das Ding ist eine Armbrust? Kann man das irgendwie, also von der Seite sieht es nicht aus wie eine Armbrust. Scharfschützengewehr ist immer geil, aber natürlich nicht, wenn man jetzt gerade mittendrin steht. Also ich würde eigentlich schon fast sagen, mit der MP ist man eigentlich immer recht gut. Ich meine, gut, Sturmgewehr ist natürlich auch nicht verkehrt. Ich weiß halt nicht, was jetzt mehr Kampfkraft hat. Kampfgewehr. Ich weiß es nicht, Freunde, ich weiß es nicht. Ich würde schon fast sagen, kann ich damit auch hauen? Ist das jetzt so eine... Es sieht so aus, als ob der ganze Lauf weg ist irgendwie mit dem Teil. Ja, ich klicke jetzt mal einfach hier drauf, keine Ahnung. Einmalige Version. Ist natürlich auch cool. Habe ich die jetzt ausgewählt oder nicht? Anscheinend ja. Ich weiß es nicht. Welt, ja, das ist mir relativ egal. Wir starten anscheinend in New York. Die Frage ist jetzt nur Koop-Kampagne. Offline. Kann ich das machen? Theoretisch ja, oder? Schnelles Spiel. Das müsste dann ja eigentlich... Ach, übrigens, hier oben ist die Schwierigkeitsstufe änderbar. Mit... Erklärung, das ist gut. Spieler beginnen mit Verbandkästen. Die Zombie-Bedrohung wird verringert und du erleidest minimalen Eigenbeschuss. Spieler beginnen mit Verbandkästen. Die Zombie-Bedrohung ist normal und du erleidest minimalen Eigenbeschuss. Ist irgendwie genau das Gleiche. Achso, nee, ist normal. Achso, okay. Zombie-Bedrohungsstufe und erlittener Eigenbeschuss sind erhöht. Auf der Karte befinden sich weniger Vorräte. Verrückt gibt es dann auch noch. Die Zombies sind gnadenlos und Eigenbeschuss findet mit unerbitterlicher Härte statt. Auf der Karte befinden sich nur sehr wenige Vorräte. Der Spielercharakter stirbt umgehend, wenn er einmal außer Gefecht gesetzt wurde. Ach ja, ich glaube, der kann irgendwo wieder zum Anfang zurückkehren, hat aber dann weniger Zeit oder so, habe ich gelesen. Oder vertue ich mich damit Resident Evil? Ich weiß es nicht genau. Das Ende der Menschheit und es ist nicht geplant, dass du überlebst. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber das würde ich jetzt auch schon bei leicht sagen, wenn ich jetzt ehrlich bin. Gut, also das steht jetzt noch in leicht. Schnelles Spiel machen wir auf jeden Fall. Ja, ich will hier ehrlich gesagt nichts an... Hallo, ich will hier nichts anpassen. Schnelles Spiel. Oh mein Gott. wieso bin ich jetzt eher? Ich habe doch extra eine ausgewählt. Bevorzugter Charakter. Muss ich jetzt einen von denen nehmen? Oder wie? Das ist doch die, die ich... Nee, das ist nicht die, die ich ausgewählt hatte, oder? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, wir gehen jetzt einfach mal auf breit. Ich habe so... gar keine Ahnung.
Wie, alle Spieler sind bereit. Ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass das jetzt die Version ist, wo ich mit Bots spiele. Ja, und darf ich auch mal was drücken hier? Hallo. Wäre schön, wenn ich nochmal ins Spiel komme. Ja, und wie ihr da kurz gesehen habt, hat sich dann leider mein Security hier gerade zwischengewuselt. All back-to-back zone. Preparations for the ship departure nearly complete. Be advised, we have reports of possible breaches along the perimeter. We have to cut through here. We can still get on that ship. Take down anything that moves. We can't have them following us. Okay. Also so kann ich kriechen. Achso, kann ich aber nicht gedrückt halten. Soll ich jetzt hier runterspringen? Leute, kommt ihr denn auch? Ich will hier nicht alleine durch die Zombie-Horden durch, also. Kann man hier hoch? Nee, schade. Ja, ich schätze, wir müssen sie jetzt. Du? Leute, ich sehe nichts. Ich schätze, wir müssen sie jetzt angreifen. Okay. Damit kann ich sprinten. Guten Tag. Boah, wie schnell sind die denn bitte? Ich denke, das sind Zombies. Was ist das? Was mache ich? Can't let that happen again. Okay. Ich habe immer noch keine Ahnung, was ich jetzt genau machen soll. Das ist ja schrecklich hier. Und die sind so schnell. Das ist irgendwie komisch. Aber die Grafik ist schon geil. Nein? Kann ich den aufladen, ohne dass ich schieße? Ja, ich meine, erreiche den Hafen. Ne? Ist natürlich mega geil, wenn man keine Ahnung hat, was man eigentlich drücken muss. Kommen die jetzt hier gleich raus? Leute, wo seid ihr? Aber ich denke mal, das sind Bots. Oh, also ich habe anscheinend nicht unendlich Munition. Hä? Ist doch jemand von euch am Leben? There's no way through on the road. Ja, und nu? Wo muss ich denn hin? Hallo? Oh fuck, ich habe fast keine Munition mehr. Geh mir doch mal aus dem Weg, du Pfeife. Keep your eyes peeled, something's off. Ich habe nur noch zwei, aber ich glaube noch 56 zusätzlich. Nein. Man hier irgendwas ein. Guten Tag. Heide, nearby.
Ausrüstungsmaximum. Was ist das für ein Scheiße? If it shoots, I'll take it. Okay. Ist sie denn voll? Kann ich aber nicht umtauschen, oder? Nee, jetzt muss ich doch E drücken. Keep your eyes peeled, something's off. A lot better than nothing. Auf was schießt er? Leute, könnt ihr euch mal entscheiden? Ich glaube, ich habe einen Revolver bekommen. Sehr schön. These soldiers deserved better than this. The big one is down. Ach, da war noch ein großer. Sag das doch. Heads up. I see a hider. The bridge. Wo seid ihr? We have to help them. Hider, nearby. Ja, was denn? Bin ich denn so doof oder was? Moment, erreichen. Wir müssen hier unten hin. Loading fresh ammo. Können Sie springen? Oh, ja, Sie können. Down here. We can get through. That truck is our way up. Seid ihr noch da? Müssen wir da hoch? Irgendwie? Ach so, also da, wo es geht, da können wir dann hochklettern. Live explosives! This would have been the whole country if we hadn't left. Kommt ihr auch mal hoch, Jungs? Ja, genau deswegen. Oh, sind die schnell. I see mines. Nein! Schieß doch mal, blöde Kuh. Leck mich! Mann! Ja, dann kommt auch, Jungs. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt durchkomme. Hey! Let us through! We can't do that! There's a swarm coming! We'll let you through when the bridge is clear. It's against orders. I'm sorry. Yes, sir. Yes, what? Erreiche die Vertiefung. Welche Vertiefung? Hallo? They have orders. Ja, they have orders. Die können mich mal mit ihren Orders. Ich weiß ja gar nicht. Ach so, ich soll die jetzt hier abhalten, oder wie? Live explosives. Und wo kommen die denn? Nee. Kampf, Moment, Kampf starten. Verteidige deine Position, okay? Ach du Scheiße! Ich gehe da mal ein Stück zurück, ja? Ist das euer Ernst? Ich weiß noch nicht mal, wie ich die Waffen ziehen soll. Okay, 1 und 2 habe ich schon mal gefunden. Oh, das war der falsche. Oh, fuck. Kill the ones on the gate. All that practice paid off. Reloading. Ey, schießen die von drinnen nicht, oder was? Kann man hier nicht irgendwie was explodieren lassen? Fish in a barrel. Mowing them down. I'm reloading. Ja, schieß du mal hinter mir. Ich versuch da mal die paar Idioten abzuknallen. Ja, kann ich da was für, Leute? Da müssen die das Tor richtig sichern. Och, jetzt lädt die wieder. Bring 'em on.
Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, aber ich habe es geschafft. Der Bull ist eine mächtige Bestie. Wenn er auf dich zustand, solltest du lieber weglaufen. Am Rücken ist er verwundbar. Ach, deswegen hat er den dann so schnell. Kommt, Jungs, wir springen hier mal runter. Mal gucken, ob die uns jetzt endlich reinlassen. Hold. No one gets through without being checked. Doch. Whoa. Mach hinne. No need for the gun.